Hi Jungs, hi Jungs. So, noch ein Spawner tot. Werden die mir überhaupt angezeigt? Ja. In der Beta gab es nämlich von dem Gebiet hier gar keine Map. Und da ist das Exit, was von Skelettbogenschützen bewacht wird. Und ja, ihr seht, es ist übertrieben viel los hier. Hi Jungs. So. Viel zu viele Skelette. So. Aber auch alles wie alles wegschnetzen. Die spawnen einen Haufen Essen, wollte ich sagen. So. Essen und Edelsteine. Also hier kann man richtig schön durchschnitzeln. Und Geld machen. Also ja, Geld kriegen wir hier richtig viel und schön. Genau. Und den nächsten Schlüssel einsammeln. So, haben wir hier geklärt. Hier haben wir geklärt. So. Noch mehr Skelette weg. Durch die Bogenschützen einmal durch. Weg damit. Und hiermit öffnen wir wieder was. Ja, genau. Die Seite hier. Weg mit euch blöden Bogenschützen. Wow, guck wie sie kommen. Übertrieben übel, oder? So, wir schnappen uns jetzt aber erst einmal auf der Seite das Gold. Genau, sogar die Bogenschützen laufen einfach in ihren Tod. Helle sind sie nicht gerade. So, Gold und Münzen eingesackt. Münzen. Ja, Gold und Schlüssel eingesackt. So, noch mehr tote Skelette. Und noch mehr tote Skelette. Was bringt das? Abkürzung zurück. Als ob wir das nötig haben. So, aber hier wird es jetzt lustig, weil hier sind ganz schön viele Spawner, die wir kaputt machen müssen. Und ja, die Spawner sehen echt crazy aus. Das sind nämlich nur Löcher mit einem Haufen Skeletten drin. So. Das müssten alle Spawner gewesen sein. Schnitzeln wir mal einfach hier durch. So. So, ja, ich sagte ja, crazy. Und wir haben einen Haufen Gold übersehen. Wird uns das Gold angezeigt? Nö. Achso, ja, okay. Gold, 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 Gold. Guck mal, wie viel wir schon haben. Fast 2000 Gold. Das heißt, wir suchen uns nachher den Level ab. Typen und machen unser Level und holen uns noch mehr Leben. So, weg mit den Skeletten. Und Exit. Und das ist alles wirklich für ein One-Up. Und einen Haufen Geld. Ja, aber es hat sich rentiert. Wir können nun beim Vitality-Typen da unten und sein Level abholen. Also ein Lebensupgrade. Sehr, sehr nice. Der war hier, genau. Hi. Health Pool. Von 120 auf 165. Also sind wir jetzt auf 170. Mana brauchen wir nicht zudingend so viele Mana-Upgrades, wie wir schon gefunden haben. So, aber ein Save Point ist nicht verkehrt. Gut. Noch mehr Kisten zu zerhacken. Und noch mehr Würmer. So, weg mit euch.
Wow. Ja, das war vielleicht ein Fehler. Oh, weg. Obwohl, so viel Schaden nehmen wir gar nicht mal mehr. Genau, Combo. So, Combo ist alle wieder. Also ja, bei den spuckenden Raupen kriegen wir die Combo nicht ganz so gut hin. Dafür können uns die Raupen auch fast gar nichts mehr. Oh, da ist noch so ein Boss-Aktivator. Und da ist sogar die Boss-Tür. So, weg mit euch. Mana aufsammeln. Da lang können wir nachher gehen. Ich will mich erstmal hier umgucken. Also ja, hier sind zwei von den stärkeren Spuckern. Die sind aber schnell tot. So. Und da ist ein Weg nach unten. Und da ist ein Weg zurück. So, oh, genau. Only two more to go. Und wir haben das zweite Symbol aktiviert. Ja, sehr gut. Auf der Ebene ist noch eine Vendor-Münze. Die sammeln wir gerne ein. So. Und gut ist. Hoch. Und ja, das zweite Symbol leuchtet. Das heißt, wir brauchen nur noch einen goldenen Schlüssel, der wahrscheinlich auf der anderen Seite dieser Monster-Killer-Brücke hier ist. Wow. Erstmal durchheizen und Spawner töten. Einfach mal durchheizen und Spawner töten. Viel Schaden nehmen wir nämlich wirklich nicht. Wir heilen sogar mehr, als dass wir Schaden nehmen. So. Weg mit den Insekten. Und ja, ein Fledermaus-Spawner, der mit einem Schlag weg ist und noch so ein Stachelding. So. Ah, noch ein Fledermaus-Spawner. Okay, machen wir erstmal die Fledermaus-Spawner hier kaputt. Okay, da sind drei Stück auf einem Haufen. Das sind Käfer. Sehr schön, weg mit euch. Something happened. Irgendwas ist passiert, ja. Das ist auch eine tolle Aussage, dass irgendwas passiert ist. So, weg mit den Fledermaus-Spawnern. Goldener Schlüssel. Wow. Hier waren wir jetzt zu lang im Einzugsbereich vor dem Stachelviech hier oben. So. 5% mehr Damage. Was zu essen und eine Abkürzung zurück. Vendor-Münze und Kohle. So, keine Ahnung, was wir genau geöffnet haben mit dem anderen Schalter. Der hat nichts für uns. Ja, ich habe echt keine Ahnung, für was der Schalter da unten gewesen ist. Wahrscheinlich hat er da oben den Weg zurück geöffnet. So. Ein Haufen toter Gegner. Oder hat er hier was? Nö. Nur das Ding hier, wenn wir das aktivieren, können wir Bossraum aktivieren. So. Hey, cool, hier gehen sogar die Fackeln an.
Ja, ich würde mal sagen, wir könnten jetzt an den Anfang zurückgehen und mit der Planke, glaube ich, versuchen, ja. Kommt, das mache ich mal kurz. Ich glaube nämlich, mit so einer Planke kann man den Weg überbrücken, wo die anderen Helden auf uns gewartet hätten. Mal sehen, was da passiert. Wir haben ja so viele Abkürzungen mittlerweile freigeschalten. Können wir mal kurz den Weg zurücknehmen. Der geht, glaube ich, hier lang. Kommt, das sind wir in 5 Minuten gegangen. So. Hier hoch. Hier nämlich zurück. Sind wir schon mal gleich beim Eingang. Oder? Oder bist du nur ein Weg nach unten? Du bist im Weg zur 1. Bist du auch ein Ausgang? Nein, du bist nur dieses abgezwackte Gebiet. Wo ist der richtige Weg zur 1 zurück? Ah, da drüben. Also der Weg zur 2, besser gesagt. So. Und ja, ich verbrauche gerade Mana, dass es ein bisschen schneller geht. Dort wäre ein Kombo-Meister. Wie viel Geld haben wir denn? Ach, wir hätten genug, dass wir den Combo-Timer mal hochsetzen könnten. So. Jetzt haben wir etwas mehr Zeit für die Combo. Können wir hier eine Planke benutzen? Nö. Gut, wir wollen auf die andere Seite. Und den Weg nach unten zurücknehmen. Bist du der Weg nach... Nein, du bist der Weg zum Heiler. Aber der richtige Weg müsste genau da sein. Sehr gut. Falsch. Das war auch nicht der richtige Weg zum Heiler. Das war der richtige Weg nach unten. Der richtige ist da oben nämlich. Aber für den laufen wir jetzt nicht hier außen rum, sondern wir müssen hier unten lang. Genau. Hier und hier runter. Weil ich habe schon gesehen, dass es auf der anderen Seite noch was gab. Also da, wo die anderen Helden uns im Stich gelassen haben, sozusagen. So, und wir haben ja schon ziemlich viele Abkürzungen freigeschalten. Hallo, Planken-NPC, der uns auf die Planken hingewiesen hat. Hier rum. Müssen wir es nicht weit haben. Ja, wir sind gleich wieder beim Eingang. Können ruhig hier Mana aufsammeln. Und der... vorwärts dashen. So, warten. Die anderen Helden müssten jetzt mittlerweile... Nö, sind immer noch dort. Out, weil... Seht ihr das da drüben? Da ist doch eine Wand. Also eigentlich hätte ich das Gefühl, dass es dort weitergeht. Aber ehrlich gesagt, Momentchen mal. Ebene 4. Ah! Vom Boss aus geht's weiter. Okay, Kommando zurück, zurück zum Boss. Also ja, ab zur Bossraumtür. Bitte. Und ja, hier auf Ebene 1 liegt wirklich ein Haufen Usable rum. Also guckt, da waren nochmal 3 Kristalle. Also gut. Dann haben wir das geklärt. So,
Jetzt geht es dann wieder hoch zum Zweierraum. Nein, da oben lang. Oder nö. Nee, schon hier richtig. Hier ist es richtig. So, hier hoch. Noch zwei Kristalle einsacken. Hier am Kombomeister vorbei und nach oben. Genau. So, Boss. Zum Boss geht's hier unten lang. Nein, nicht ganz. Hier lang. Genau, nämlich am Waffenlehrer vorbei. Oder am Waffenhändler. Gut. Und hier über die Brücke auf Doom. Ja, Bossraum. Das wird jetzt sicher lustig werden, weil das ist der einzige Boss, den ich kenne aus der Beta. Und in der Beta war er sehr heftig. Und mitunter der Hauptgrund, warum ich... Hallo Tränkehändler. Warum ich auf unendlich Leben gestellt habe. So. Was hast du noch zu sagen? Hey, try the button next to the Queen. They could prove useful. Okay, ein kleiner Tipp. Oh. Ja, genau. Wir sollen diese Button benutzen. Oh. Genau. Das ist nämlich heftig, wenn sie das macht. Aber normalerweise erkennen wir das früh genug, wenn sie das macht. Genau, nämlich jetzt. So. Einfach auf sie draufhauen und wenn sie dann die nächste Phase erreicht, kommen noch viel mehr Gegner. So, weiter auf sie draufhauen. Ja. Ja, genau. Und ihr wieder welches ein paar verpassen. Ah, und jetzt kommt schon die nächste Phase, in der wir noch besser aufpassen müssen. Ich hol mal etwas zu essen hier. Oh, nö, 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 nö. Na. Das ist gar nicht gut. Flasche einwerfen. Ah, genau, jetzt gehen die Dinger runter. Ah. Ja. Wir sind richtig gearscht. So. Au, au. Also ja. Mal sehen, wer zuerst stirbt. Wir wahrscheinlich. Genau. Wow. Au. Zum Glück respawnen wir gleich dort. So. Queen's Lane. A passage has been revealed. Also ja, den Boss haben sie schon mal ganz anders designt. Früher konnte man nämlich einfach wegrennen. Gut. Passage. So. Geld zum Einsacken. Und noch mehr Geld zum Einsacken. Gut. Dann mal ab nach unten. Floor 4 Armory. Ja, wir haben es in den zweiten Akt geschafft. Direkt vor die Bosstür. Okay, vom Kerker in die Waffenkammer. Dann würde ich sagen, ich mache hier jetzt erst einmal einen Cut. Und Akt 2 machen wir dann bei der nächsten Aufnahme. Also, bis dann.